Hallo, mein Name ist Armin Adam. Ich bin von der Firma Urian Guiding. Heute möchte ich euch ein bisschen was zum Tackle und Equipment beim Welsfischen zeigen. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Paar U-Posen, bisschen Vorfach, normale Posen, Haken, Haufen Kleinzeug. Es sind diverse Sachen, die ich in mehreren Jahren für mich als gut befunden habe. Ja, von denen ich überzeugt bin, und wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Wir gehen genauer aufs Material, gehen wir jetzt während dem Binden ein. Ja, ich zeige euch jetzt als erstes mal kurz, wie man mit einem normalen monofilen Vorfach auf zwei Arten eine U-Posenmontage bindet. Das Grundprinzip ist relativ einfach. Wir brauchen zwei Haken. Ja. Wenn ich mit Tauwurmfisch oder mit Tintenfisch oder mit Köderfisch oder mit Schlag mich tot, nutze ich eigentlich immer zwei Hakensysteme. Ich habe als letzten Haken den Drilling und als Führungshaken einen 4-0er Einzelhaken. So, wir gehen jetzt her und binden jetzt einfach mal ganz spontan drauf hin. Ich habe hier ein Vorfach von der Firma Jensi. Das ist sehr geschmeidig und lässt sich super knoten. Sehr hohe Abriebsfestigkeit und für mich eigentlich optimal. Wir sind hier am Neckar. Wir haben eine Durchschnittswassertiefe von etwa 3 Meter, 3,5, 4 Meter, je nachdem. Wir haben teilweise auch Löcher, die runtergehen auf 8, 9 Meter. Allerdings fischen wir hier jetzt im Bereich um die 3 Meter, 2,50 Meter bis 3 Meter. Die Wassertemperatur ist jetzt Anfang August bei 25 Grad. Und daher sind die Wälze relativ oberflächennah. Das heißt, wir fischen ein relativ langes Vorfach, da der Wels nach oben kommt, um Beute zu machen. Die ganzen Rotfedern, Rotaugen, Döbel stehen alle ziemlich dicht unter der Wasseroberfläche und fressen Insekten, die sich oben an der Oberfläche ansammeln. Und da müssen wir halt jetzt mit dem Vorfach dementsprechend hoch rausgehen, dass wir genau die Fische ansprechen können, die aktiv rauben. Das heißt, eine Spannweite sind bei mir jetzt 1,80 etwa. Dann machen wir noch ein bisschen was runter, dass wir etwa auf 2 Meter kommen. 2,5 Meter, dass wir ziemlich dicht an der Oberfläche fischen. Ja, nochmal eins runter. Kommst du her? So, fein. So, einmal abzwicken. Gut, wir haben jetzt ein bisschen mehr wie 2 Meter. Das brauchen wir auch, weil wir ja natürlich Verschleiß vom Binden haben. Als allererstes geht ihr her und macht einen ganz normalen Einschlagknoten. So, den zieht er fest. Brauche ich wieder meine Zange. Früher habe ich das mit den Zähnen gemacht. Mache ich heute nicht mehr. Gehen die Zähne kaputt. Du könntest ruhig richtig festziehen. Vorne abzwicken. Gutes. Das ist ein reiner Sicherungsknoten, der im Endeffekt bei unserem Drilling, gehen wir durchs Öhr durch. Einfach durchs Öhr durch. Und dann legen wir ihn unten zwischen die Schenkel. So. Einfach unten zwischen die Schenkel rein. Der gibt uns ein bisschen Stabilität. Dann wickeln wir den Schenkel runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann halten wir das fest. Und gehen von der Gegenseite, ja komm her, von der Seite einfach wieder durch.
Ja, es ist ein bisschen geschwungen. So. Das ist safe. Ich gehe jetzt her, einfach um sicher zu gehen, und fädel von oben ein Stück Schleudergummi ein. Das mache ich, damit sich der Knoten, was ja eigentlich kein Knoten ist, ist ein sogenannter knotenloser Knoten, ja, dass der sich nicht öffnet. Ja. Bisschen nass machen, dann lässt sich der relativ einfach drüber ziehen. So. Fest. Jetzt gehen wir her. Wir wissen ja jetzt noch nicht, oder ihr wisst es vielleicht, fischt ihr jetzt mit Tauwürmern, fischt ihr mit Tintenfisch, fischt ihr mit Köderfisch. Wir fischen heute mit Tauwürmern und Tintenfischen. Ja, also so ein Kombi aus Calamares und Tintenfisch. Das heißt, wir brauchen relativ geringen Abstand zwischen Drilling und Einzelhaken. Der Einzelhaken fixiert nachher unseren Tintenfisch, der über die U-Pose drüber kommt. Die Tube vom Tintenfisch ziehen wir nachher über die U-Pose. Also, gehen wir her, gehen von hinten durch das Öhr vom Einzelhaken, ziehen das so weit nach unten, dass wir etwa eine Handbreit Platz zwischen Einzelhaken und Drilling haben. Dann das gleiche Spiel. Hier ist jetzt wichtig, man sieht am Einzelhaken den gestauchten Schenkel vom Haken. Wir müssen auf jeden Fall den Schlag auf die gegengesetzte Richtung machen. Sonst haben wir nachher das Problem, dass uns die Schnur eventuell hier in das Öhr reinzieht, ja, in die Stauchung, und uns das Vorfach knallt. Also immer dagegen und dann auch wieder 8 Windungen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann gehen wir wieder von hinten nach vorne durch das Öhr. So. Wichtig, von hinten nach vorne, dass der Haken immer Richtung Fisch geht. Also wenn er Wels jetzt den Tintenfisch einsaugt, stellt sich automatisch der Haken ins Maul und bleibt einfach hängen. Aua, ist nicht scharf. Okay, jetzt haben wir im Prinzip unsere Haken montiert. Wie beim Drilling, Gummischlauch über den Knoten als Knotenschutz. Auch wieder feucht machen. Drüber. Nass rutscht es immer ein bisschen besser wie trocken. Gut. Wenn ihr jetzt mit Köderfisch oder Tauwürmern, nur Tauwürmern fischt, lasst ihr etwa so 2 cm Platz zwischen Hakenschenkel und Stopper für die U-Pose. Wir gehen jetzt her. Ich mache es selten, dass ich da überhaupt noch einen Stopper drauf mache. Ich fädel immer meine U-Pose direkt auf. Die Fehlbissrate habe ich für mich persönlich rausgefunden, ist bei einer, wenn ich jetzt hier meinen Wirbel drauf mache, also meinen Gummistopper, ja, den ich auch als Schleudergummi nutze, den jetzt einfach mit einem Schlag, also von hinten einmal durch und dann von hinten nach vorne nochmal durch, dann kann ich den nach unten führen. Ja, immer wieder ein bisschen doof. Ich lasse dann hier lieber ein bisschen Luft, ja, so dass meine U-Pose etwas Spiel hat. Für mich von der Fehlbissrate her wesentlich besser.
Das könnt ihr natürlich selber ausprobieren. Ich habe für mich die Erfahrung gesammelt, ist einfacher und besser. Ich habe es schon mehrfach gesehen, dass die Leute einfach einen Wirbel anknoten. Das größte Problem hierbei ist, wir haben eine Stauchung hier im Eck, in der Rundung. Wenn jetzt dementsprechend Zug drauf kommt, dann wird uns das Vorfach bei bestimmten Größen an Wälzen hier knallen. Weil einfach das Vorfachmaterial so gestaucht wird, dass es so enorm an Tragkraft verliert, dass bei einer größeren Flucht einfach der Wirbel das Vorfach durchschneidet. Deswegen, wenn er das so macht, geht her und wickelt zweimal durch. Ihr habt durch das zweimal Wickeln, seht ihr jetzt, verteilt ihr den kompletten Druck auf die doppelte Stärke vom Vorfach. Wir haben jetzt hier ein 1,2 mm Vorfach. Ihr habt nachher im Endeffekt ein 2,4 mm Vorfach, wo sich die Stärke hier drauf, die ganze Kraft auf 2,4 mm verteilt. Machen wir heute nicht. Wir gehen heute her und binden uns ein Big Aim Auge. Ja, es ist relativ bekannt. Viel aus seit ein, zwei Jahren wird es viel gemacht. Kommt auch immer mehr in Mode. Es kommt aus dem Big Game Bereich. Wir gehen her, legen eine Schlaufe, gehen durch die Schlaufe viermal durch. So, viermal. Ziehen das etwas an. Und haben dann wie gerade beim Wirbel die doppelte Stärke vom Vorfach. Das heißt 2,4 mm, wo sich die Kraft auf den Wirbel, auf den Karabiner verteilt. So, nun gehen wir her, machen hier einen Achterknoten. Schön, sieht man schön die 8. Ziehen das an. Ich gehe jetzt noch her, nehme meine Zange wieder und ziehe das schön straff, dass es auch wirklich hält. Man sieht jetzt hier ganz schön nochmal den Achter. Zur Sicherheit, dass es nicht aufzieht, binde ich unten nochmal einen kleinen Sicherungsknoten. Auch einfach eine Brezel, einfacher Schlag und dann ziehen wir das wieder fest. Aha. Ist halt jetzt mit dem kleinen Stück relativ schwer. So. So, abzwicken, fertig. So sieht das Ganze dann aus. Ihr könnt jetzt natürlich auch hergehen, nochmal aufs Vorfach ein Schleudergummi draufziehen und den Schleudergummi hier über den Knoten drüber ziehen. Ja, einfach als Sicherung. Geht auch. Mache ich jetzt heute nicht. Ich bin einfach materialsparender Mensch. Hält so genauso. Gut, so. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie man das Ganze mit dem Big Game Auge macht. Wir haben jetzt die gleiche U-Posen-Montage. Ich habe die jetzt nochmal vorbereitet. Wir gehen jetzt her und quetschen das Ganze. Ich bin totaler Freund vom Quetschen. Ich mache das total gern. Ja, aus dem einfachen Grund, weil ich ein relativ fauler Hund bin. Ja, und Quetschen für mich schneller geht, wie irgendwelche Knoten binden oder sonstiges. Daher bin ich totaler Freund vom Quetschen. Ich habe hier 1,2 mm Mono. Das gleiche habe ich Quetschhülsen. Das sind Aluminium-Quetschhülsen aus dem Meeresbereich. Das heißt, da werden Dorsche damit gefangen, da werden, wie heißen die komischen?
Halbot etc. Und das sind ja teilweise mit mehreren hundert Kilo Fische. Die halten da. Ja, also werden sie beim Welsfischen auch halten. Allerdings gehe ich jetzt her und nutze immer zwei Quetschhülsen. Als erstes gehe ich her, ich nehme ein Stück Silikonschlauch, Schleudergummi, was ihr gerade zur Hand habt, und führe den auf das Vorfach. So. Dann fädeln wir eine Quetschhülse auf. Auch, die haben schöne Achterform. Heißt, wir haben jede Faser, jede Seite von unserem Vorfach in einer separaten Kammer. Die fädeln wir jetzt durch. Einmal. Dann nehmen wir eine zweite Quetschhülse und fädeln die auch drauf. Ich weiß, andere sagen jetzt, braucht man nicht. Ich gehe auf Nummer sicher, mache ich. So, dann gehe ich her, mache wie beim Big Game Auge eine Schlaufe und fange an zu fädeln. Einmal, zweimal, dreimal, ja, und viermal. Zieh das wieder etwas straff, damit wir unser kleines Auge bekommen. Hier. Geht ein bisschen schwerer heute. So. Jetzt haben wir wieder unser Auge. Doppeldeck Tragkraft. Jetzt gehen wir her. Ziehen die erste Quetschhülse auf das Ende von unserer Schlaufe. Schieben das durch. Einmal. Dann die zweite. Zweimal. So. Ich lasse etwa eine Länge Platz, also eine Quetschhülse Platz. Nun gehe ich her. Ich besitze leider durch Gottes Gabe keine Quetschhülsezange. Ich gehe her und quetsche das schräg. Einmal. Zweimal. Nicht zu fest quetschen, ja, sonst beschädigt das Vorfach. Und dann gehe ich in die gleiche Richtung, also ein X zurück. Einmal, zweimal. So. Dann lassen wir jetzt, wie gesagt, eine Quetschhülsenbreite Platz. Machen das gleiche Spiel nochmal. Einmal, zweimal. Einmal, zweimal. So. So sieht das Ganze dann aus. Wie gesagt, ich habe bisher keine Probleme gehabt. Da gingen schon einige 2 Meter Fische. Ohne Probleme. Jetzt ziehe ich den Silikonschlauch. Bisschen feucht machen. Über die Quetschhülsen. Einfach zur Sicherheit. So. Wir schneiden das letzte Stück ab. Gut. Einfach zur Sicherheit. Wir haben das gleiche wie beim Big Game Auge. Nur dass wir statt den Achterknoten oder den doppelten Achterknoten jetzt mit 2 Quetschhülsen gearbeitet haben. Gleicher Effekt. Ich weiß nicht, ob es mehr hält, ob es weniger hält. Ich mach's gern. So, nachdem ich euch jetzt gezeigt habe, wie man eine U-Posen-Montage mit Monovorfach bindet, möchte ich jetzt nicht extra noch drauf eingehen, wie man das mit Geflecht bindet, weil im Prinzip ist genau das Gleiche, ja, nur eben in grün. Und deswegen gehen wir jetzt auf ein anderes Rig ein, das ich sehr, sehr gern fisch. Das hat inzwischen bei mir auf allen Routen, auf allen Montagen, ob ich jetzt an der Boje fisch, ob ich jetzt abspann, an Ästen, an Stöcken, an Schlag mich tot, fische ich eigentlich nur noch eine einzige
Vorfachvariante. Und das ist das sogenannte Kombi-Rig. Ich habe jetzt mal geschaut, auf YouTube gibt es in die Richtung ein Video, ja, in dem erkennt man es nicht ganz so gut. Ja, soll jetzt keine Kritik an dem Video sein, sondern einfach Ansporn für mich, es besser zu machen. Dazu gehen wir her. Auch wieder gewässerabhängig. Ich gehe jetzt mal von der abgespannten Rute aus. Hier am Neckar machen wir 1,50 Meter Vorfachlänge. Die wir brauchen Mono. Wie vorher gesagt, 1,2 mm Mono. Die, was ich jetzt hier fisch, die hat 76 Kilo Tragkraft. Das ist ganz ordentlich. Und sie ist super einfach zum Knoten. Wenn ich mir andere Mono-Vorfächer angucke, die total starr sind und schwer zu knoten, dann finde ich das hier extrem gut. 1,50 Meter Mono. So, jetzt gehen wir her. Wir brauchen Geflecht. Ich habe jetzt hier das von Jensi. Das hat jetzt nach Jahren ein anderes Kevlar-Vorfach abgelöst. Habe mich jetzt ziemlich davon überzeugt. Gleiches Spiel wie vorhin bei der Mono. Einfacher Schlag als Sicherungsknoten. Schön festziehen. Beim Geflecht brauche ich jetzt nicht extra mit der Zange festziehen, das reicht so. Dann gehe ich auch wieder her durchs Öhr durch, lege das unten wieder in die unten rein in den Schenkel. So, schön stramm ziehen und unter Spannung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wicklungen. So, jetzt gucken wir mal. Wir brauchen etwa ja, 25 cm, 30 cm von Vorfach. Wir zwicken es ab. Jetzt werde ich gleich wieder Probleme haben, weil das scheiß Kevlar. Jetzt. So, jetzt gehe ich einfach mit dem Ende wieder durchs Öhr durch. Fertig. So. Hier kann man jetzt auch wieder hergehen, Schleudergummi über den, übers Hakenöhr als Knotenschutz. Ja. Der Owner will auch noch mit drauf. Feucht machen und rüberziehen. So. Einmal. Und jetzt kommt der Trick bei der Sache. Wir können ja jetzt nicht einfach das Mono mit dem Geflecht verbinden, sondern wir gehen her und binden unseren Haken. Unseren Einzelhaken, den wir hier haben. Oder den hier. Ich mache es jetzt mit dem beschichteten. Binden wir jetzt ganz normal, wie eben den Drilling, von hinten nach vorne durch. Wir ziehen etwa so viel, dass wir eine Handbreit, ja, ein bisschen mehr wie eine Handbreit, so, Abstand zwischen Einzelhaken und Drilling haben. Der Abstand, ja, variiert je nachdem, was wir für Köder fischen, ob wir jetzt Rotaugen fischen, Döbel, Brassen, große Brassen, je nach Köder variiert der Abstand zwischen Einzelhaken und Drilling. Das heißt, wir haben jetzt einen relativ kleinen Köder, da reicht uns eine Handbreite. So, jetzt wickeln wir beim Geflecht, genauso wichtig wie bei der Mono, gegen die Stauchung vom Schenkel. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal und dann gehen wir von hinten nach vorne durch. Wichtig, hier jetzt wirklich festziehen. So, wir können jetzt hergehen und unser Mono binden. Dazu legen wir jetzt den
das Ende, was wir noch haben, einfach nach vorne runter. Ja, man kann auch hergehen, machen viele auch. Ich mache es so, andere gehen her, gehen von vorne nach hinten durch und legen es hinten nach unten. Ich sehe da keinen großen Unterschied drin, deswegen mache ich es gerade, wie ich lustig bin. Und binde es jetzt halt so. Ich lege das mal schön auf die Seite. Wir gehen jetzt her, machen unseren kleinen Sicherungsknoten wieder ins Vorfach. Den müssen wir jetzt allerdings wieder mit der Zange festziehen. So. Fest. Vorne ab. So. Jetzt gehe ich her. Fädel das Ende von hinten nach vorne durch. Ne, von vorne nach hinten, weil. Ne, doch. So. So. Lege ich hinten an. So. Wir sind vorhin. Wir sehen hier noch die Stauchung vom Schenkel. Sieht man ganz leicht. Das heißt, wir müssen wieder in die andere Richtung wickeln. Und einfach drüber, über die andere Wicklung drüber wickeln. Es wird eine relativ dicke, fest wickeln und über die komplette Wicklung vom Geflecht. Und dann wieder von hinten nach vorne durch. Könnte ein bisschen problematisch werden. Ne, geht. So. Sammel. Schön unser Kombi-Rig. Keine Sorge, das sieht jetzt hier relativ dick aus. Wir haben ein 2 mm Kevlar-Vorfach. Das sieht einfach immer dick aus. Das stört aber beim Wels absolut gar nicht. So, ich gehe trotz allem immer her. Und auch hier wieder den Silikonschlauch, Schleudergummi, was auch immer, nass machen und drüber ziehen. Ah, geht drüber. Und auch hier aufpassen, die Haken sind scharf. Ich habe es gerade schon wieder gemerkt. So, geht drauf. So, gut. Hebt fest, wackelt, hat Luft. Kombi-Rig. Hier können wir jetzt genau das gleiche machen mit der U-Pose. Die U-Pose drauf. Zap, zap, ab. Wie gesagt, ich arbeite da ohne Stopper. Zack. Man merkt, die Haken sind scharf. Hab's natürlich gleich wieder übertreiben müssen. Wieder von hinten nach vorne durch, anziehen und etwa zwei Finger breit Platz lassen, festziehen, dass die U-Pose etwas Spiel hat. Fertig. Hinten machen wir jetzt entweder wieder Bullseye, unser Big Game Auge, oder eben quetschen. Das ist, wie ihr das gerne machen wollt. So, jetzt habe ich euch das Mono-Vorfach gezeigt, habe euch das Kombi-Rig gezeigt. Das gleiche könnt ihr natürlich nutzen, wie ihr wollt, beim Abspannen am anderen Ufer, beim Bojenfischen, vom Boot aus, beim Klopfen. Ja, der Vorteil ist einfach, wir haben die Steifigkeit vom Mono. Mono ist von Haus aus richtig schön steif. Heißt, wir haben wenig Verwicklung, haben von unserem Geflecht, in dem Fall jetzt vom Kevlar, eine ziemlich weiche Substanz und dadurch ist der Hakeffekt bei dem Drilling hinten wesentlich höher, wie wenn wir das jetzt mit Mono oder rein nur
Kevlar machen würden. Der Fisch im Ausland, in Frankreich, in Italien, in Spanien, kann sich einfach wesentlich natürlicher bewegen. Trotzdem haben wir durch die Steifigkeit die Gefahr von Verwicklung relativ minimiert.